Freunde der News. Wie der ein oder andere vielleicht festgestellt hat, ist letzte Woche keine News erschienen. Grund ist folgender. Ich bin momentan mit dem Format nicht so ganz zufrieden. Ich wollte ein bisschen was anders machen, ein bisschen mehr Struktur reinmachen, ein bisschen mehr Infos reinpacken und das Ganze halt auch recherchieren, wieder mehr anfangen und nicht so frei Schnauze, einfach irgendwas. Ich werde das Ganze jetzt in mehreren Kategorien aufteilen, wo unter anderem auch immer mal was am Ende des Videos zu meinem Kanal, zu mir selbst gebracht wird, je nachdem, ob es informativ ist oder nicht. Und ja, ihr habt vielleicht schon das neue Intro gesehen. Ich arbeite noch dran, das ist noch nicht die finale Version, aber ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr es gut findet oder nicht. Und in diesem Sinne kommen wir zu den Neuerungen auf dem Kanal, denn ich habe da ein bisschen was geplant, Leute. Wir werden ein altes Format wieder zum Leben erwecken. Auf meinem alten Kanal, der ein oder andere dürft es vielleicht kennen, spielend trainieren. Ja, was ist das? Für die, die es nicht kennen, das ist ein Format, wo ich beschlossen habe, da ich ja hier ein bisschen zugelegt habe, dass ich mich vor den Rechner setze, vor die Facecam und irgendein Spiel, wahrscheinlich Dark Souls, irgendwas, was schwer ist, wo ich viel sterbe, spiele und jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich vor der Kamera trainieren, entweder auf dem Hometrainer Rad fahren oder Liegestütz machen, Sit-Ups, keine Ahnung was. Ihr könnt mir auch gerne Aufgaben stellen. Dieses Format wird höchstwahrscheinlich jetzt die kommende Woche sogar schon kommen. In welchen Abständen oder an welchen Tagen, weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich poste ich es auf Instagram, könnt ihr ja mal gerne schauen. So, ja, wird ein cooles Format, also wird mir Spaß machen, vielleicht machen wir es auch live, ich weiß es nicht. Aber wenn wir schon beim Thema live sind, heute Abend 20 Uhr, genau, 20 Uhr machen wir einen Livestream zu Elden Ring. Denn ich bin ja immer mit den Folgen ein bisschen weiter voraus im Aufnehmen, als wir das jetzt auf YouTube sehen. Und ich stehe jetzt an einer kleinen Zwickmühle. Und ich habe mir gedacht, so komm, diese Zwickmühle lösen wir gemeinsam im Stream. Denn ich habe ja schon ein paar Mal in den Folgen den Boss Margit versucht zu battlen. Das machen wir heute im Stream Open End, bis wir ihn geschafft haben. Und dann schaffen wir ihn nach 10 Minuten. Das wäre natürlich heavy. Wäre der kürzeste Stream ever. Aber wir machen den heute Abend 20 Uhr live auf Twitch. Seid dabei. Und da wir jetzt bei Elden Ring gerade sind, eine News, die ich recherchiert habe. Der Streamer Distortion 2, der für seine Speedruns bekannt ist, hat es geschafft. Während die Community hinter Elden Ring noch eifrig darüber diskutiert, ob das Spiel einen Easy-Mode braucht, hat dieser Gamer das Spiel in 37 Minuten durchgespielt. Junge, ich bin bei über 25 Folgen und 20 Stunden Spielzeit und bin noch nicht mal ansatzweise so weit. Keine Ahnung, wie der das schafft. Auf jeden Fall, laut seiner Aussage, ist das bisher der schnellste Speedrun in Elden Ring, zumindest der bisher dokumentierte, denn die offizielle Speedrun.com-Seite hat noch kein Leaderboard, wo man das Ganze nachprüfen kann, aber es hat sich bisher noch keiner zu Wort gemeldet, dass er schneller war. Und deswegen glauben wir den Guten einfach mal. Auf jeden Fall, super Leistung, sehr gut. Sein neuestes Ziel ist, das Ganze jetzt in unter 30 Minuten zu schaffen. Ob er das schafft, werden wir bestimmt bald erfahren. Distortion 2, wir bleiben da natürlich am Ball. Aber die Frage bleibt halt, wie hat er das Ganze geschafft? Distortion 2 hat sich zu Beginn des Spiels die Klasse Samurai ausgesucht, da dieser Charakter von Beginn an eines der stärksten Waffen besitzt, und zwar das Uchigatana. Dieses Schwert besitzt die besondere Fähigkeit, eurem Gegner Blutungsschaden zuzufügen, was euch einen erheblichen Vorteil im Kampf verschafft und so auch einige Bosse etwas leichter sind als mit anderen Waffen. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo ihr dieses Katana finden könnt, ich packe euch oben einfach mal einen Link rein zu einem Video von mir, was ich gemacht habe. Da wird genau gezeigt, wo ihr das Ganze findet. Also klickt da mal rein, wenn es euch interessiert. Das Schwert lohnt sich definitiv. Und zum Abschluss dieser heute recht kurzen News noch eine kleine Abstimmung. Ich will ein zweites Let's Play auf meinem Kanal starten und ihr könnt entscheiden, welches das ist. Das eine ist Mortal Online 2. Wir haben es schon mal gespielt, eine Zeit lang. Ich war ein bisschen frustriert, aber ich hätte wieder Bock drauf und es war eins der meistgesehensten Let's Plays, die ich bisher hatte. Von daher würde ich das zu gerne weitermachen. Die andere Wahl ist das Spiel Atlas. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Piraten-MMO. Man spielt wie in Ark im Prinzip, nur halt als Pirat. Zuschauer meines alten Kanals dürften das kennen, das habe ich ziemlich oft gespielt und sowas. Ich würde es feiern. Das wieder zu starten, ist halt ein extremer Zeitfresser, aber es wäre trotzdem ganz cool. Ihr votet, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, schreibt drin Atlas oder Mortal Online 2 und dann machen wir das Ganze. So, das war's für die News für heute, für diese Woche. Und wie gesagt, dran denken, heute Abend, Sonntag, 20 Uhr, Twitch-Stream mit Elden Ring und einem Bossfight.
Wird bestimmt cool, habe ich Bock drauf. Und ja, News werden in Zukunft besser, umfangreicher und generell etwas umgestaltet. Das Ganze hier rum will ich noch etwas verfeinern. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, freut euch auf das neue Format. Spielen, trainieren mit mir, Dex. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Habt noch eine schöne Woche und tschüss. Und bevor ihr das Video jetzt endgültig ausschaltet, klickt doch mal auf eins dieser zwei Videos hier. Würde mich freuen, würde mir helfen. Lasst noch Daumen nach oben da für dieses Video, für die anderen Videos. Und drückt mal hier drauf, drückt mal den Abo-Button. Das wäre super nice von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!